Hey, Hallöchen, ich grüße dich. Heute möchte ich dir etwas vorstellen, das etwas sehr Leckeres ist und ein bisschen Abwechslung in den Speiseplan bringt. Und zwar mache ich ja oft Reis und du wahrscheinlich auch, aber ich möchte jetzt das hier mal vorstellen. Das ist Grünkern. Das sind 250 Gramm Grünkern, das ist so ein kleines Paket. Und ich mache da immer das ganze Paket. Das ist irre vielseitig, aber heute will ich dir einfach dieses Grundrezept, das da drauf ist, vorstellen. Einfach gedünsteter Grünkern. Das kannst du gut als Beilage alternativ machen zu Reis. Ja, also da, wo du sonst Reis nimmst, nimmst du jetzt mal Grünkern. Probier das mal. Das ist sehr körnig und lecker. Und zwar ganz easy. Ich zeig dir, wie das geht. Man schneidet eine kleine Zwiebel in Würfel. Dann gibt man die Zwiebel in ein Töpfchen. Und da dazu das ganze Paket Grünkern. Ja, ich zeige euch den mal, wie der ausschaut, falls ihr das nicht kennt. Das ist so dunkel, sieht ein bisschen aus wie Fenchelsamen. Grüne Körnchen, ja. Kippst du da dazu rein. Und dann einen halben Liter heißes Wasser. Ich habe mir den halben Liter schon abgemessen. Genau, dann kommt dazu ein Löffel Gemüsebrühe oder zwei, je nachdem, wie das dir schmeckt. So, ich gebe da zwei Löffel von meiner Gemüsebrühe rein. Ich finde, dass die nicht so salzig ist. Dann das Ganze anrühren und 35 Minuten köcheln lassen auf kleiner Stufe. Wenn das köchelt, ein Deckel drauf geben, das ist wichtig. Grünkern ist sehr vielseitig. Du kannst es einfach so als Beilage essen, also anstatt Reis. Oder aber du machst dir einen Salat daraus, gibst noch Paprika dazu, ein bisschen Zwiebel. So lässt das Ganze, nachdem du es gekocht hast, kalt werden und machst es dann wie eine Art Linsensalat, nur mit Grünkern. Und Grünkern ist High Carb, Low Fat. Es hat einen hohen Eisenanteil, also tust dir was Gutes dazu. Lecker schmeckt in so einem Salat immer frische Kräuter dabei. Und ja, mach das, ja, kauf dir das, probier das mal aus. Man kann auch Bratlinge davon machen. Ich habe seither immer eine Grünkern-Bratling-Mischung gekauft. Wenn du ein schönes Rezept hast für einen Grünkern-Bratling, würde ich mich echt freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst und vielleicht mache ich dann mal dein Rezept nach. Okay, ich zeige dir nachher, wie das aussieht, dieser gekochte Grünkern und wie das schmeckt. Ich finde das super lecker, super easy und das kann jeder. Hey, vegan ist einfach. Also wenn du vielleicht keine Idee hast, wie du diesen Grünkern zubereitest, ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Ich habe mir Rosenkohl gekauft und ich mache heute ein Rezept mit Rosenkohl und Champignons und das ist auch sehr einfach. Ich zeige dir, wie das geht, ja. Okay, also hier der kocht der Grünkern, so sieht das aus. Ich rühre das auch nicht, einfach mit dem Deckel kochen lassen. Jetzt habe ich mir hier schon Rosenkohl vorbereitet. Ich zeige dir das mal mit einem. So sehen die ja aus. Ich schneide diesen Strunk ein bisschen ab und nehme die äußeren Blätter weg. So. Ja, so verwende ich den dann nachher weiter. Und ich nehme den Rosenkohl diesmal so ganz fein. Ich schneide ihn in die Hälfte und schneide ihn in feine, dünne Streifen. Und ich finde, der Rosenkohl, der hat so eine erdige Note, das passt sehr gut zu dem nussigen Geschmack von dem Grünkohl. Und dann noch mit den erdigen Pilzen, das ist so ein richtiges Waldwichtelmenü. Richtig, ja, ich finde die Kombi, die passt sehr gut. So mache ich das. Ja, es gibt dann, der zerfällt dann zu so kleinen Kohlstreifen. So schneide ich mir den ganzen Rosenkohl. Also ich habe jetzt hier gar nicht den ganzen Rosenkohl geschnitten, nur so ein, zwei Handvoll. Das langt eigentlich. Den werde ich dann morgen essen. So, dann schneide ich mir hier noch ein paar Champignons in Streifen dazu. Die sind auch aus Deutschland. Das ist ein sehr regionales Gericht. Rosenkohl aus den Niederlanden. Den gibt es bestimmt auch in hiesigen Märkten zurzeit. Und Grünkohl kommt aus Franken. Tut mir auch noch was fürs Klima.
So, dann gebe ich mir hier den Rosenkohl in die Pfanne, einfach ohne Wasser. Bisschen Wasser dazu. Ja, sonst gart das nicht. Bekömmlicher wird der Kohl mit etwas Kümmel. Ich habe hier gemahlenen Kümmel. Den gebe ich schon da rein. Dann für den Geschmack etwas Muskat und schwarzen Pfeffer. Mein Tipp zum Rosenkohl, falls du Morbus Crohn hast, ich habe ja Morbus Crohn, eine entzündliche Darmerkrankung, bei Kohl ein bisschen aufpassen. Das kann Blähungen machen, wenn sich deine Darmbakterien noch nicht auf die vegane Ernährung eingependelt haben. Also fang da an mit ein, zwei Röschen essen und mehr Nudeln oder Kartoffeln dazu. Ja, und das nächste Mal isst du eine größere Portion. So hat es bei mir ganz gut geklappt. So hat es auch ganz gut mit den Bohnen geklappt. Also beim Rosenkohl aufpassen. Ich habe früher Probleme mit Rosenkohl gehabt, habe das nicht so gut vertragen, aber mittlerweile esse ich den echt ganz gerne, weil ich halt nicht die große Menge esse, aber wenn ich dann so ein Säckchen kaufe, esse ich das halt auf eine Woche verteilt, ja. Dann gibt es halt immer mal wieder Rosenkohl. Schmeckt auch gut roh auf dem Brot. Roher Rosenkohl ist allerdings noch ein bisschen schwieriger für den Darm zu vertragen. Also da musst du schon üben mit dem Essen. Rosenkohl essen muss geübt sein. So, das dünstest hier schön an. Einfach ein bisschen in Wasser garen, duftet schon schön. Was auch super zum Rosenkohl passt, sind diese Kartoffelspalten gebacken im Backofen, aber die gibt es heute extra dazu. Was auch echt gut schmeckt, wenn man so einen Schuss vegane Sahne damit reingibt, dann wird das wie so ein Sahnesüßchen, gerade wenn man es vielleicht für Nudeln nimmt, aber ich mache das heute in Wasser und gebe jetzt den Deckel drauf, schmeiß die Pilze dazu. Und macht die Hitze einfach aus, bis mein Grünkern fertig ist. So, Deckel drauf, ausschalten. Also was auch noch toll ist, heute bin ich echt mal zufrieden, weil ich habe als Müll nur dieses Papierkörbchen von den Pilzen, eine Plastikfolie und diese Hülle von den Grünkernen. Also das ist der ganze Müll für dieses Gericht. Den Rest kann man alles offen kaufen. Das ist spitze. So, also der Grünkohl ist fertig gekocht und der sieht aus wie gekochter Grünkern und beißt sich. Ist ein besonderes Beißerlebnis. Ja, probiert das mal aus. Nicht so wie Reis. Körniger, nussiger, sehr lecker. Ich zeige dir, wie ich das jetzt mische. Also so schaut der Grünkern jetzt aus. Da ist immer noch Flüssigkeit drin. Ich habe gerade den Deckel runtergegeben und ich schöpfe das jetzt ab ohne die Flüssigkeit und gebe mir das in meinen Rosenkohl rein. Ja. So, den Rest, den lasse ich mir für morgen. Lass das abkühlen. Und das kann ich mir jetzt untermischen. Und das ist eine leckere kleine Mahlzeit. Ich habe heute nicht so einen großen Hunger. Nicht, dass du denkst, was isst sie denn für kleine Portionen? Ich habe nicht den Riesenhunger. Also so als Beispiel könntest du Grünkern zubereiten. Ich finde, der Grünkern allein schmeckt auch schon irre lecker, ja. Also auch zum Beispiel jetzt mit Rohkost. Aber so, das dampft noch ein bisschen, das ist sehr heiß. Irgendwie könnte ich mir jetzt auch vorstellen, da noch Nüsse rüber zu geben. So ein paar angeröstete Walnüsse. Lecker. Sehr einfach. Toll zu beißen. Und Grünkern. Es hat also eine ganz weiche Konsistenz, da musst du keine Angst haben beim Morbus Crohn, dass dir das kratzt oder piekt in deinem Darm. Ja, das ist sehr bekömmlich, probier es aus. Okay, das war mein Tipp für heute. Macht euch Grünkohl,
Schmeckt gut. Ich glaube, da fehlt noch ein Ticken Salz. Ja, lasst es euch schmecken. Und vegan ist so einfach. Tschüss.